So, Freunde, erstmal ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr reingerutscht seid. Christmas, Nick. Sorry, hallo? Ja, auf jeden Fall haben wir heute den 01.01.2023. Wir hoffen, wie gesagt, dass ihr gut reingerutscht seid und dass eure Wünsche auch in Erfüllung gehen. Und was macht man denn an so einem Neujahr? Hä? Frühstücken, Brunchen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Lassen uns verwöhnen. Genau, wir wollen uns auf jeden Fall kulinarisch verwöhnen lassen. Und wir werden auf jeden Fall heute unsere erste Speise oder unser erstes Essen in diesem Jahr werden wir heute essen. Ja. Ne? Und wir sind hier in Eppendorf im Lehmweg und dort befindet sich ein Café namens Lowinski. Und die sollen sehr bekannt sein für ihre Sandwiches und für ihr Flat White. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein, checken dort den Laden aus, ne? Und dann können wir urteilen, ob der Laden was kann oder nicht. Also Leute, viel Spaß mit diesem Video. Und das ist hier ein jüdisches Café eigentlich auch, ne? Oder? Genau, genau. Das ist mein Café. Ich habe mich selbstständig gemacht vor 3,5 Jahren. Ja. Und genau, ich bin jüdisch. Ich bin nicht religiös, aber genau, ich bin so... Meine Familie, die kommen auch aus Deutschland, aber dann müssten sie fliehen, irgendwie in 32. Ja. Und dann sind sie die ganze Welt um sich herum geflogen, überall gegangen und dann endgültig in Amerika gelandet. Und jetzt bin ich zurück. Ich bin die erste Generation, die zurückgekommen ist seit dieser Zeit. So, ich bin Amerika aufgewachsen. Okay, ich bin wo Amerikaner genau? In New York. New York City. Ja. Genau, geil. Genau. Ja, ist doch schön. So, Freunde, wir sitzen jetzt im Lowinskis und bestellen unser erstes Essen in diesem Jahr. Was sagst du dazu, Klaus? Ja, ich bin total begeistert. Total begeistert. Ja. Und die sind halt sehr bekannt für ihre Sandwiches. Und die haben unter anderem ein Mushroom-Sandwich mit Cheddar, Emmentaler, marinierten Pilzen. Und da haben sie auch noch ein Tuna-Melt, das ist auch ein Thunfisch. Also ich würde mal vorschlagen, wir probieren auf jeden Fall den Tuna-Melt, den hat er uns ja schon empfohlen. Und dieses Mushroom-Sandwich. Ne? Das Brot wird auch hier selbst gebacken, also alles self-made. Und ich gehe mal davon aus, es wird sehr, sehr gut schmecken. Und preislich sind wir bei den Sandwiches bei 10 Euro. Ist heutzutage eigentlich auch ein normaler Preis. Unsere Getränke sind angekommen. Hier ein leckerer Flat White von Lowinski. Und ich muss schon sagen, dieses kleine Café hat eine so positive Energie. Man merkt richtig, dass der Chef bei der Sache ist. Der macht die Produkte selbst und der ist voller Motivation und ist für die Gäste da. Also man merkt richtig, man ist hier willkommen und man spürt einfach diese Liebe und diese Leidenschaft. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut an dem Laden. So, Freunde, schaut euch das mal hier an. Das ist ein Sandwich, was ich mir bestellt habe mit Champignons, Käse und was da alles drin ist, aber und selbstgemachtes Brot. Und da will ich jetzt mal reinbeißen, um zu sehen, wie es schmeckt. Ne? Ein Traum. Ja. Wirklich ein Traum. Also das Toastbrot hier, das Brot schmeckt sehr, sehr gut. Schön auf Außenseite, schön knusprig. Und die Champignons sind schön angemacht. Also es ist ein Champignon-Ragout, nehme ich an. Wunderbar gewürzt. Sehr, sehr gut. Die Käse, alles. Das sieht aber echt so melty aus, so richtig. Boah, zieh mal auf ein bisschen. Mit Käse. Guck. Also es ist ein Traum. Tasty aus. Und die Pilze sind ja auch irgendwie mariniert, ne? Die Pilze sind gewürzt. Auch kurz, ich nehme an, kurz in der Pfanne angebraten. Und dann auf dieses Toastbrot gelegt und den Käsescheibe oben drauf, der zerschmilzt, dann das gibt den Geschmack. Ja. Und ist es irgendwie ein besonderes Sandwich oder würdest du das einstufen? Also das ist einfügen. Also ein Sandwich mit so einem Champignons und Käse habe ich schon nirgendwo gegessen. Also ist für mich das erste Mal, dass ich was esse.
und ich bin total begeistert davon, weil es sehr, sehr gut schmeckt. Also das ist eine Empfehlung, ja? Eine Empfehlung, doch, muss ich sagen. Und was ganz toll ist, ist auch dieses Brot. Ja, und findest du den Preis gerechtfertigt? Ich weiß, es ist gar nicht teuer. 10 Euro, aber das ist alles selbst gemacht, ne? Ja, ist in Ordnung der Preis. Weil es sind frische Champignons, Käse und so weiter. Man muss auch die Arbeit beurteilen, das Brot selbst gemacht und so weiter. Das ist der Preis schon gerechtfertigt. Wow, schaut euch das mal an. Der Käse läuft schon richtig raus. Und jetzt gehe ich einfach mal in die Masse rein. Mm. Mm. Ist etwas Käse drauf, ne? Ja, so ein Thunfisch-Sandwich hatte ich noch nicht. Das ist extrem käsig. Man merkt auch, dass der Thunfisch irgendwie auch mit Senf mariniert wurde. Irgendwie schmeckt es nach Senf halt. Und Rucola ist auch noch dabei. Mm. Mm. Also das Brot ist ganz fantastisch. Du merkst sofort, dass es selbst gemacht ist. Ne? Das ist kein Standard-Toastbrot, sondern das ist, ja, es sieht aus wie ein Toastbrot, es ist aber gar kein Toastbrot. Ne? Das ist, glaube ich, so ein typisches Brot, was man auch für ein Pastrami-Sandwich benutzt. Ne? Also es ist wunderbar getoastet. Außenrum wurde auch noch ein bisschen mit Butter bestrichen, damit das so eine schöne goldgelbe Farbe bekommt. Also wirklich fantastisch. Ist auf jeden Fall ein sehr knuspriges, saftiges und geschmacksintensives Sandwich. Und ich finde, bei dem Preis kann man auch nicht meckern. 10 Euro, selbstgemachtes Brot, Thunfisch selbst mariniert und so weiter und so fort. Also, und du wirst auf jeden Fall auch satt. Also für 10 Euro kann man nicht meckern. Ist auf jeden Fall ein stabiles Sandwich. Und hier kann man mit bestem Gewissen herkommen. Und dazu noch einen leckeren Flat White. Und der Tag ist gerettet, oder? Guck mal, cheesy man easy. Guck das an, das ist für mich. Ich darf schon einmal beißen. Einmalig. Nee, ich finde einfach, der hebt sich deutlich von anderen Sandwiches ab. Ja, ja. Ne? Das ist ja so ein unscheinbarer Laden. Ne? Ja. Der ist hier in Eppendorf, Lehmweg, ne? So unscheinbar, ne? Aber der ist jeden Cent wert, jeden Cent. Aber wenn man so beobachtet, es kommen doch sehr, sehr viele Kunden. Ja. Sieht man so, ne? Ja. Also wenn man hier so den Chef hier beobachtet, man kriegt richtig Lust auf mehr, muss ich sagen. Weil der behandelt die Menschen, die Gäste so mit Liebe, so herzlich, ne? Hey, frohes Neues, umarmt jeden in Anführungszeichen und es gefällt mir einfach und der Raum ist im Prinzip mit Liebe, wie sagt man, umgeben, ne? Also richtig schön und es wird jetzt auch Zeit für eine zweite Runde. Ich habe mir jetzt ein Matcha Latte noch bestellt und bestelle mir gleich noch irgendwas Süßes, vielleicht irgendwie so eine Cinnamon Roll oder vielleicht was anderes, was er uns so empfehlen kann. Willst du auch noch was essen, Klaus? Hey, hey. Willst du nicht? Ich muss auf meine Figur achten. Ja, stimmt, die guten Vorsätze, ne? Ja, im Alter wird man schnell dick. Ja, ja. Das heißt nur Sport treiben, Klaus. Ja, ja, mach ich ja. Wer rastet, der rostet. Mach ich ja immer Sport. Ja, was machst du denn? Ich laufe ins Bett. Ja, das ist ein angenehmer Matcha-Tee, also mehr kann man nicht dazu sagen. Hat eine leichte herbe Note, wie ein typischer grüner Tee halt ist. Ne? Und natürlich milchig durch die Milch, ne? Also Latte. Ne? Und das ist hier eine Zimtschnecke, aber mit Kürbis gemacht. Ne? Und da werde ich mal... Oh, warm ist es auch noch. Mmh. Und ja, ich wollte mich bei dir bedanken, danke für die in den letzten Jahren. Ja. Schmeckt ein bisschen anders als eine Zimtschnecke, also natürlich sehr zimtig, aber es hat diesen Pumpkin Spice Geschmack. Kürbis und Zimt harmonieren ja sehr gut miteinander
Und das merkst du einfach. Das ist ein sehr, sehr weicher, knatschiger Teig. So muss auch eine Zimtschnecke sein. Ne? Nicht wie diese typische deutsche Zimtschnecke, ne? die eigentlich nur nach Hefe schmeckt. Das ist so ein richtiger American Cinnamon Roll. Und im Kern noch richtig schön sapschig, wie ich es immer so schön sage. Jetzt wollen wir mal den Babka probieren. Eine Spezialität des Hauses. Wollen wir sehen, wie das wäre. Oh, der ist aber softy. Very much. Mama Mia. Guck mal. Mit Zimt und Schokolade, oder? Ja. Das wollen wir mal probieren. Aber ich kann nur an. Also der Teig ist sehr, sehr luftig, aber sehr, sehr süß, finde ich, für mich, für meine Begriffe. Und die Schokoladenfüllung sehr, sehr lecker. Aber schmeckt auch den Zimt? Ja, den Zimt schmeckt man raus, wirklich. Aber ist immer eine Geschmackssache. Für mich ist das zu süß. Ich mag nicht so was Süßes. Aber ja, dann beißt du mal von der Zimtschnecke ab, was du davon hältst. Das ist ja mit Kürbis auch gemacht. Besser? Ja, ist aber auch sehr süß, aber nicht so süß wie dieser hier. Ne, aber alle zwei sind schon gut. Ne? Aber ich bin nicht so einer, der so süß ist. Ne, das ist der Unterschied. Ne? Aber qualitativ einwandfrei. So, Freunde, wir haben soweit unsere Sachen aufgegessen. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich eine absolute Überraschung. Ne? Wir waren einfach spontan hier, wollten einfach hier Neujahrsfrühstück machen und euch einfach auf diesen kleinen Ausflug mitnehmen. Und dass wir dabei feststellen müssen, dass es dort die besten Sandwiches aus ganz Hamburg gibt, ist wirklich eine absolute Überraschung. Wir haben uns sehr gefreut und wir können euch wärmstens das Café Lowinski empfehlen. Und probiert einfach die Sandwiches aus. Vom Tuna-Melt bis hin zum Mushroom-Sandwich. Absolut mega geil. Ja? Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses erste Video in diesem Jahr gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt gerne in die Kommentare und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Also Leute. Würden wir uns freuen, wenn ihr abonniert. Ja, natürlich. Also, schönen Tag noch und frohes Neues nochmal. Ciao. Peace.